kommen wir zum nächsten Talk. Den Titel fand ich äußerst interessant und ich habe ihn nicht verstanden. Und was ich dort mir durchgelesen habe zu diesem Talk, habe ich auch nicht verstanden. Aber als ich gerade zwei Sätze damit dem nächsten Vortragenden geredet habe, habe ich eins verstanden, dass ich nicht weiß, was Resilienz ist. Und genau darum geht es in dem Talk. Was ist eigentlich Resilienz? Von der High Solutions AG, der Forschungsleiter David Fuhr, wird uns über Assumed Trauma, Resilienz und Coping-Mechanismen bei kritischen Infrastrukturen erzählen. Einen herzlichen Applaus bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Eigentlich ein ernstes Thema. Das Wort Resilienz ist ja gestern und heute schon diversentlich hier durch den Raum gegeistert. Und das ist nicht nur hier so, sondern das ist eins, was wir viel und häufig benutzen, wenn wir über kritische Infrastrukturen reden, über Verfügbarkeit und so weiter. Und ich habe festgestellt, wir haben das mehr oder weniger übernommen von anderen Disziplinen. Ich zeige auch nachher von welchen, ohne uns so ganz genau damit zu beschäftigen, was dahinter steckt. Jedenfalls ging das mir so, vielleicht einigen anderen auch. Und deswegen habe ich mir für heute mal vorgenommen, ein paar andere Blicke auf das Thema Resilienz mitzubringen. Resilienz, und das ist ja im Begriff gegen etwas, das heißt, da gehört auch was davor passieren muss, und das der Begriff Trauma, kommen wir auch dazu. Genau. Und meine Hoffnung ist, dass es für euch auch Sinn macht, wie es für mich Sinn und Spaß gemacht hat, ein paar Konzepte aus ganz anderen Gebieten zu übertragen auf das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Genau, das ist auch typisch für mich. Also ich beschäftige mich immer gerne mit den Grenzen, wo es schwammig wird, grau wird, zwischen ganz unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht kann ich euch ja hier ein bisschen auch damit anstecken. In dem Fall halt Begriffe, die aus der Psychologie eigentlich kommen, Soziologie auch, aber auch Psychologie. Das Wort Trauma haben wir interessanterweise heute auch schon mal, was heute oder gestern gehört, gestern glaube ich, in der Verbindung mit das Tschernobyl-Trauma, gestern Mittag war das glaube ich. Ne? Also es kam auch schon hier vor tatsächlich, Resilienz kam in meinem Bingo schon sehr oft vor. Aber wie gesagt, wichtiger Begriff, ich will den gar nicht lächerlich machen, sondern im Gegenteil noch genauer fassen mit euch. Und dann geht es darum, Coping-Mechanismen, also was hilft wirklich, um mit so Dingen wie Trauma umzugehen, klarzukommen. Wie will ich das machen mit euch, diese kleine Reise jetzt? Ich arbeite immer ganz gern mit Analogien. Ne? Also Analogien sind ja im Prinzip Vergleiche, Bilder, wo man versucht, etwas vom einen Bereich auf den anderen zu übertragen. Die haben Vorteile und Nachteile. Ne? Also Nachteil ist, dass sie einen zu weit tragen können, dass sie falsche Fährten legen können, ja, dass man false friends hat. Ach ja, kenne ich doch, habe ich doch längst verstanden. Und am Ende lohnt es sich aber doch genau hinzugucken. Für diesen Vortrag jetzt habe ich mal diese Bedenken beiseite geschoben, sondern ich werde ziemlich freizügig mit Analogien arbeiten. Da ist nicht alles sinnvoll, was bei rauskommt. Ja, können wir nachher drüber diskutieren. Aber ich glaube, es lohnt sich manchmal, diese Gedankenexperimente zu machen. Was käme raus, wenn wir diese oder diese Idee hernehmen und versuchen, auf das anzuwenden, woran wir gerade knabbern. So. Genau, ein paar Grundbegriffe brauchen wir. Trauma kennen vielleicht die meisten, also was es genau heißt, ist eigentlich eine Verletzung, also im Griechischen erstmal eine physische, körperliche Verletzung, ja. Aber es meint eben auch schon seit Urzeiten starke psychische, ja, Verletzungen, Erschütterungen, die lange wirksam sind, ja, wie Wunden im Körper, brauchen die auch sehr lange, um zu heilen, beziehungsweise manchmal geht die Heilung gar nicht wirklich voran, bleibt stecken und die Seele trägt die manchmal ein Leben lang mit sich, ja, ja, sowas. Und dann haben wir die Resilienz. Ja, also ich habe ja gesagt, es kommt aus der Psychologie vor allem dieser Begriff, nicht nur, sehen wir gleich. Und der kommt aus dem Lateinischen, das heißt eigentlich zurückspringen. Also so wie Resalto Mortale oder sowas wäre der todesmutige Sprung zurück. Ja. Und jetzt wird ein bisschen abgeschnitten. Gemeint ist damit, wenn ich etwas abbekomme, ein Trauma, eine Verletzung oder sowas, dass ich dann die Möglichkeit, die Fähigkeit habe, wieder in den unversehrten Zustand zurückzuspringen. Springen, ohne dass ich mich ganz, ganz doll anstrengen muss eigentlich. Sicher nicht ohne Anstrengung, ja, aber es ist nicht, ich arbeite mich mühsam wieder, um mit Ach und Krach wieder beim Status quo anzukommen, sondern es ist eigentlich eher, sie steh auf, Männchen oder Frauchen. Ja. Plötzlich, dung, bin ich wieder da. So ist der Begriff eigentlich gemeint. Und den fanden so viele Leute in unterschiedlichen Gebieten gut, dass sie ihn freizügig für sich angepasst haben.
Also in der Zahnmedizin gibt es den, in der Ökonomie gibt es sogar einen BSI-Standard, organisatorische Resilienz, das habe ich vorhin erst entdeckt, ist allerdings nicht das deutsche BSI, sondern ist die britische DIN sozusagen, BSI Group. Ich weiß auch nicht, ob der noch so sehr eingesetzt wird, dieser Standard, aber gibt es jedenfalls. Haben sich viele mit beschäftigt? Noch bitte? Okay, ich hätte natürlich jetzt einfach den ingenieurwissenschaftlichen Resilienzbegriff hernehmen können. Der wäre ein bisschen näher dran an dem, was wir so machen. Aber ich dachte, der passt vielleicht gar nicht ganz so gut. Und ich will euch versuchen zu zeigen, warum ich den aus der Psychologie hergenommen habe. Aber davor noch der letzte Begriff, den wir brauchen, Bewältigungsstrategie, im Englischen Coping. Ja, das sind also sozusagen die Arten des Umgangs, ja, die mir helfen, mit einer derartigen Krise, mit einem derartigen Trauma umzugehen, produktiver oder weniger produktiver. Aber das ist meine Art, wie ich versuche, damit umzugehen. So. Wenn wir Psychologie machen wollen, brauchen wir ein Modell des Betrachtungsgegenstands der Psychologie, also die Seele. Ja. Da gibt es ganz verschiedene. Ich habe mal mein Liebstes mitgebracht, hätte aus Tausenden auswählen können. Das ist das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Kommt aus der Gestaltpsychologie, für die es interessiert. Und das Modell ist eigentlich relativ einfach. Es gibt das Subjekt, das bin ich, ja, mit meinem Hintergrund, das ist meine Erziehung, wie ich geworden bin, alles, was ich so an Prägungen, Erinnerungen und so weiter mit in mir habe. Das ist aber normalerweise unbewusst. Und es gibt die Umwelt, das Physische, was um mich ist, die Natur, andere Menschen und so weiter. Die ist auch erstmal ohne mein Bewusstsein. Und dann gibt es eine Stelle, wo wir uns treffen und eigentlich erst an dieser Grenze, das ist wo ein Teil von meinem Hintergrund, von meinem Subjekt auf einen Teil der Umwelt trifft, zum Beispiel auf ein physisches Bedürfnis, ich habe Hunger, da liegt ein Apfel oder sowas, überhaupt dann merke ich was erst. Und erst an dieser Grenze bildet sich eigentlich das Selbst und das Selbst legt sich dann so Figuren zurecht, um dieses Übermaß an Informationen überhaupt einordnen, verstehen zu können. Ja, nennt man dann Figuren oder Gestalten. Und so funktioniert das Leben eigentlich durch ständiges Abarbeiten an dieser Grenze zwischen mir und der Umwelt. Und da kann man jetzt schon sich so Gedankenexperimente machen, was könnte da passieren? Es könnte zum Beispiel passieren, dass ich zu weit in die Umwelt reingeschleudert werde. Ich werde mit einer Situation plötzlich konfrontiert, die sehr weit weg ist von allem, was ich jemals erlebt hatte, wo ich keinen Hintergrund habe, der mir hilft, die zu bearbeiten. Ja? Das könnte traumatisch sein zum Beispiel. Es könnte umgekehrt sein. Die Umwelt könnte sehr weit in mich eingreifen, könnte mich verletzen zum Beispiel, könnte mir Freiheiten nehmen oder sowas. Ja? Dann wäre ich sehr weit hier reingeworfen. Die Umwelt wäre sehr mächtig. Solche Dinge. Und wenn man das durchdekliniert, keine Sorge, die nächste Grafik ist jetzt groß, die brauchen wir nicht ganz durchgehen heute. Das ist mal so ein Modell in ausbuchstabiert. Genau, und kommt auch aus der Gestalt. Das ist so ein Modell, wie wir Leben im Sinn von psychisch Leben erleben. Ne? Also wie uns sich die Seele durch den Alltag arbeitet. Es gibt immer verschiedene Phasen. Die Beispiele hier, die genommen werden, sind immer biologische Essen. Ja, aber es ist im Prinzip jede Interaktion auch gemeint. Ja, ich muss bemerken, dass ich ein Bedürfnis habe. Ich muss auf die Suche gehen nach dem, was mein Bedürfnis stillt. Ich muss dann tatsächlich aktiv werden. Aggression ist der Fachbegriff, ja, ist nicht negativ gemeint. Ich muss zum Beispiel hingehen, reinbeißen und so weiter. Ich muss es dann aber auch noch verdauen und erst dann ist dieses Bedürfnis befriedigt und ich kann die Welle gehen lassen und die nächste Welle kommt. Das ist das Modell. Und das kann an jeder Stelle auch schief gehen, im Sinn von gestört sein, erstmal ein neutraler Begriff, ja, also einfach anders ablaufen als hier. Ein Beispiel, hat der Spiegel gerade gebracht, so Berichte aus alten Tagebüchern über Soldaten im Ersten Weltkrieg. Die saßen in den Schützengräben, wurden mit Trommelfeuer über tagelang, Tag und Nacht bedacht und konnten nicht weg. Das heißt, sie waren tagelang gefangen im Schützengraben unter großer Angst und konnten eigentlich den natürlichen Reflex Flucht nicht ausüben. Ja, Flucht ging nicht, draußen wurde geschossen und sind dann eigentlich hier in diesem, ich müsste eigentlich jetzt in Bewegung gehen, Fluchtreflex, sind sie abgewürgt worden. Ja, und dann ist eine Möglichkeit, die Seele hat, in die Retrospektion zu gehen.
nach außen handeln geht nicht, ich muss gegen mich selber gehen. Ja? Und zum Beispiel diese Fluchtreflex in meinem Körper umsetzen. Und das kann zum Beispiel dieses Zittern auslösen, ja, was die Menschen zu Tausenden dann mitgebracht haben. Als heute würde man es nennen posttraumatisches Belastungssyndrom, ja, oder Störung. Aber auch die Form davon hat sich verändert. Das hat nämlich mit der Form der Traumata zu tun, die unterschiedliche Kriegsformen machen. So. Für unseren Zweck können wir vielleicht ein bisschen einfaches Modell verwenden. Und da hat mir jetzt das am ehesten zugesagt. Leider ist oben abgeschnitten bei meinen Folien jetzt, wie der gute Mann heißt. Das ist Richard Lazarus. Das ist wahr. Er ist gestorben 2002, ein amerikanischer Psychologe. Und der hat sich ein Modell überlegt, wie mit Stress umgegangen werden kann. Also Stress ist nochmal ein bisschen größerer Begriff. Stress ein bisschen größer als Trauma, aber solche ähnlichen Dinge. Belastende Dinge, die ich verarbeiten muss. Ja? Also oben ist die Umwelt und bringt Reize, die Stressoren sind erstmal. Ja? Also ich muss mit umgehen, heißt es erstmal. So. Dann gibt es verschiedene Filter. Erstmal nehme ich es überhaupt wahr. Ich nehme die meisten Sachen gar nicht wahr und das ist auch gut so. Ja, wir würden überflutet werden, wenn das nicht so wäre. Also die Detektion darf gar nicht immer funktionieren sozusagen. Und dann ist es aber in mir drin, wenn ich es dann mal durchgelassen habe. Und dann mache ich eine erste Bewertung. Ist es was Positives oder ist es irrelevant für mich? Ja, beide Fälle sind okay. Oder ist das gefährlich nach erster Bewertung? Ja, ist da eine Bedrohung drin oder eine Möglichkeit von Verlust? Ja. Wenn das so ist, gehe ich in eine zweite Phase der Bewertung und gucke mir an, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, um mit diesem Stressor umzugehen? Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Wenn ich ausreichend Ressourcen habe, zum Beispiel Tiger kommt, aber ich habe Feuer in der Hand oder Gorilla kommt, aber ich kann flüchten oder Hunger kommt, aber da steht ein Apfelbaum und so weiter, ist gut. Ja. Problem ist, wenn ich mangelnde Ressourcen habe, dann ist sozusagen dieser negative Stress, der jetzt meine Seele beschäftigt. Und dann habe ich verschiedene Coping-Strategien. Und er hat drei verschiedene unterschieden. Die erste ist sozusagen praktisch, ja, problemorientiert Situationen verändern. Ja, Tiger durch Geschrei verjagen oder sowas. Ja. Die zweite wäre emotionsorientiert. Zu sagen, okay, Tiger kann ich gerade nicht verjagen, aber vielleicht kann ich meinen Bezug zur Situation verändern, meine Einstellung. Vielleicht ist es okay, wenn der Tiger mich frisst oder sowas. Könnte sein, vielleicht schlechtes Beispiel. Ja. Dritte Möglichkeit ist eine Neubewertung. Das ist vor allem, wenn man das zyklisch durchläuft, wenn man dann lernt, ja, und sich sozusagen größere Strategien überlegt. Vielleicht ziehen wir um, wohnen nicht mehr in so einer Tigergegend oder solche Sachen. Ja. Also das jetzt als Modell der Seele und als Modell, wie mit Stress umgegangen werden kann. Und jetzt habe ich es länger nicht mehr gesagt. Es soll ja auch um kritische Infrastrukturen gehen. Ja? Also alles, was ich hier sage, immer wenn ich Seele, Mensch sage und so weiter, eigentlich wäre es hilfreich, wenn wir uns da immer auch kritische Infrastruktur, Software und solche Sachen drin vorstellen. Ja? Also auch da gibt es ja diese Dinge, dass von außen Reize reinkommen. Ja? Die könnten gefährlich sein. Ich muss das bewerten. Ja? Habe ich ausreichende Ressourcen, um mit dem Angriff zum Beispiel umzugehen? Und dann habe ich verschiedene Coping-Strategien. Also die emotionsorientierte ist natürlich ein bisschen interessanter. Ja? Aber ein Beispiel dafür wäre Assume Breach. Ja? Wenn es mich immer stresst, dass irgendein System von mir gehackt werden könnte, dann könnte es sein, dass ich mich entspanne und mehr Ressourcen frei habe, wenn ich mich darauf einstelle, ja, das ist wahrscheinlich schon längst so. Ja? Also wir brauchen gar nicht versuchen, die Angreifer alle draußen zu halten. Ja? Lass uns doch lieber mal in Ruhe hinsetzen, überlegen, was können wir an Detektion und Reaktion machen, solche Sachen zum Beispiel. Ja? So, okay, aber jetzt wollen wir natürlich was Gutes tun. Das war jetzt so ein bisschen zum Verstehen. Und ich habe vier Konzepte mitgebracht, die helfen könnten bei diesen Themen. In der Psychologie, aber vielleicht auch in der Technik, in Kritis und so weiter. Und das sind diese vier, die kommen auch aus verschiedenen Gebieten. Eins ist aus der Ökonomie eigentlich oder Psychologie auch. Prospect Theory, neue Erwartungstheorie heißt das auch. Ja. Antifragilität, so eine ganz special Blume, die eigentlich ein Mann, wir kommen zu ihm nachher, sich alleine ausgedacht hat. Resilienz haben wir jetzt schon ganz bisschen drüber gesprochen, aber natürlich noch nicht viel. Und ich will vor allem ein bisschen dazu was sagen, was man rausgefunden hat, welche Faktoren positiv für die Resilienz sind, in der Psychologie erstmal. Ja. Und dann noch was Praktisches, Chaos Engineering, was ein paar Querverbindungen zu diesen Sachen jedenfalls hat.
Also erstmal zur Prospect Theory. Ist harte Wissenschaft. Man sieht das, wenn Ratten drin vorkommen, dann ist es auf jeden Fall Hard Science. Man hat es aber nicht nur an Ratten, das kam später, sie haben es an Ratten verifiziert, aber erstmal an Menschen getestet. Und sie heißt in dem Fall Daniel Kahnemann und Tversky, zwei Psychologen. Seit dem 18. Jahrhundert, seit es eigentlich klassische Nationalökonomie gab, ging es immer um Rational Choice. Also Menschen sind rationale Akteure. Man kann die mit ziemlich leichten Formeln und Entscheidungsbäumen eigentlich beschreiben. Und dann kommt irgendwie sowas raus, wie auf welche Preise einigen sie sich oder wie ändern sich Wechselkurse oder was weiß ich. Ja. Und 1979 war es dann dabei. Da hatten dann diese beiden Herren bewiesen, dass Menschen gar nicht so rational sind. In der Ökonomie nicht, sonst auch nicht. Ja. Und ein Werk, das sie da geschrieben haben, ein Aufsatz, war diese Prospect Theory. Und hier unten ist schon eigentlich das angedeutet, was sie bei den Ratten eben auch rausgefunden haben. Jetzt nochmal ein bisschen größer, was sozusagen die Kernaussage von Prospect Theory ist. Okay, jetzt kann man oben nur das Wort Gains nicht lesen. Genau. Also es sind zwei Dimensionen. Von nach rechts und links ist der tatsächliche Nutzen oder Schaden aufgetragen. Ja, also sozusagen der objektive. Kostet uns so und so viel oder bringt uns so und so viel. Nach oben ist der gefühlte Nutzen oder Schaden aufgetragen. Und wenn wir rational wären, sollten wir eigentlich da so eine Gerade haben. Ja, so eine Gerade mit Steigung irgendwas eins oder sowas idealerweise. Ja. Also objektiver Schaden fühlt sich auch objektiv schlecht an und relativ mehr Gewinn fühlt sich relativ mehr besser an und so weiter. Und sie haben aber nachgewiesen, das ist nicht so, sondern Menschen haben da eine andere Kurve drin. Und zwar ist es so, dass Richtung Nutzen der gefühlte Nutzen ziemlich schnell abnimmt. Das geht ein bisschen steil los oben rechts, ja, und dann wird es ziemlich schnell flach. Das heißt, noch mehr Nutzen, das werten wir nicht mehr so stark positiv. Anders ist es beim bei den Verlusten oder bei den potenziellen Verlusten. Ja. Da empfinden wir auch am Anfang sehr, sehr stark, ja, und dann wird es flacher. Und das hat, springen wir mal zur nächsten Folie, solche Effekte, ja, ein Beispiel aus der Politik jetzt, wenn wir zum Beispiel uns angucken, was ist die Erwartung der Menschen, wie gut Hillary Clinton regieren wird und wie gut Trump regieren wird, also vor der Wahl, ja. Dann gab es für Clinton so ein ziemlich schmales Erwartungsfenster. Ja? Also die Leute waren sich ziemlich sicher, das wird nicht ganz, ganz toll, aber es wird auch nicht ziemlich schlecht. Also im Mittel so. Ja? Und Trump, oh, man weiß überhaupt nicht, was kommt. Es könnte sogar ein bisschen was bringen für Great America, aber es könnte auch ganz furchtbar werden. Im Mittel hier. Im Mittel liegt er also hinter ihr. Ja? Und jetzt legt man aber die Prospect-Kurve da drauf und dann sieht man, im erwarteten Nutzen steht der Trump plötzlich vor ihr, ja, weil die Leute, dass er auch nach in die Verluste ausschlagen könnten, nicht so schwer wiegen, wie sie ihr das nach rechts ausschlagen in den Nutzen werden. Ja. Und jetzt sind wir natürlich in der Security hier und da gibt es auch Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Kelly Shortridge zum Beispiel arbeitet viel zu dem Thema und da kann man das eben auch finden. Hier oben ist so ihre Darstellung, wie das in der Enterprise Security heutzutage üblich ist. Wir gehen von einem Referenzpunkt aus, dass wir heute secure sind, ja, sozusagen noch die alte Sicht. Unsere Systeme sind im Moment nicht gehackt und dann gibt es nach rechts Dinge, die wir erreichen könnten. Mit etwas Aufwand könnten wir es schaffen, die Script-Kiddies zu stoppen. Ja, das kostet uns ein bisschen was, es nützt aber ziemlich viel. Aber dann, wenn wir weitergehen, dann wird es ziemlich schnell unattraktiv. Ja? Das wird ziemlich anstrengend und wir gewinnen nur noch wenig gefühlten Nutzen dazu. Anders sieht es auf der linken Seite aus. Ja? Also diese Compliance Violation, was eigentlich real nur ein kleiner Verlust ist, objektiv, ja? Der schlägt direkt ziemlich rein. Das heißt, den würden wir auf jeden Fall vermeiden. Ja? Und das geht auch eine Weile so. Da würden wir noch viel dagegen tun. Ne? Aber dann gegen die ganz, ganz großen Hämmer, da lohnt es sich dann fast nicht mehr. Ja? Also ob hier oder hier, das macht dann auch keinen Unterschied. Das heißt, so die ganzen schwarzen Schwäne, die blenden wir einfach psychologisch mal aus. Muss man auch irgendwo wahrscheinlich, ja. Aber das setzt halt relativ früh ein, dieser Effekt.
Das ist das eine. Also wir entscheiden uns nicht rational. Ja. So. Das zweite ist Antifragilität. Das hat sich Taleb ausgedacht. Er ist auch berühmt für seine vielen frechen Zitate. Hier mal eins, aber heute nehmen wir ihn für ein anderes Thema. Nämlich Antifragilität. Das ist auch ein Begriff, den er sozusagen geprägt hat, der sonst nicht in der Wissenschaft verankert ist. Ich finde den aber ziemlich nützlich. Das ist eine ganz gute Darstellung. Jetzt sieht man oben leider nicht. Links ist fragil, in der Mitte ist resilient oder robust. Er nennt es eher robust eigentlich. Und rechts ist antifragil. Ja. Es gibt Systeme, die sind fragil, kann man sich leicht vorstellen. Wenn man da was Kleines schief geht, dann ist sofort vorbei, wie beim Damokles. Ja. Also einen Faden durch und er ist tot. Ja. Dann gibt es Systeme, die sind robust im Sinn von der Phönix hier. Der könnte verbrennen. Er steht aber wieder auf. Aus der Asche auf. Ja. Ist aber sozusagen unverändert daraus hervorgegangen. Ja. Könnte man durch redundante Phönixe zum Beispiel realisieren. Ja. Dann gibt es aber sowas wie die Hydra zum Beispiel. Und die ist antifragil. Die wird sogar stärker, wenn man sie angreift. Ja. Einen Kopf ab und sie hat zwei neue. Das ist so ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele. Ein Glas, das runterfällt, ist fragil. Ein hartes, geschmiedetes Schwert ist robust. Und sowas wie die DNA ist in gewissem Sinn antifragil. Ja, also die kann sich in gewissen Grenzen selber reparieren. Irgendwann hört das auf, dann haben wir Krebs. Ja, aber gewisse Fähigkeit dazu hat sie. Ja. Und er hat sich halt viel mit diesem Konzept Antifragilität beschäftigt. Und solche Systeme haben tatsächlich interessante Eigenschaften. Ja? Also das erste ist sozusagen aus der Definition noch. Aus Stress gehen sie sogar gestärkt hervor. Ne? So. Und wie funktioniert das? Das funktioniert dann, wenn sie unter Stress zusätzliche Kapazitäten entwickeln oder aufbauen. Ja? Also die müssen sozusagen dann aktiv werden. Ja? Kann auch mit Hilfe, die können sich auch Hilfe holen oder sowas, aber die müssen sozusagen es in sich haben, dass sie anfangen, sich zu verstärken. Ein einfaches Beispiel wäre Hornhaut. Ja? Wenn ich meine Haut reibe, dann wird sie etwas verletzt erstmal, aber wenn ich das eine Weile mache, wächst Hornhaut nach, die stärker ist als vorher. Ja? Und das Interessanteste für uns, meist, muss nicht immer sein, aber allermeistens bestehen antifragile Systeme aus vielen fragilen Teilsystemen. Ja, und das ist auch ein Grundprinzip, was bei so Ansätzen wie Google Beyond Prod zum Beispiel vorausgesetzt wird. Ja, man muss es so aufbauen, dass von den Teilsystemen sehr, sehr viele ausfallen können oder eine bestimmte Anzahl ausfallen können und dass sie dann wieder hochgefahren werden vom Gesamtsystem. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, sowas zu bauen, weil es gibt natürlich leicht immer Teile vom Gesamtsystem, die gerade nicht ausfallen dürfen. Da hat man eins vergessen, was nicht redundant ist. Also nicht einfach sowas zu bauen, aber so ist die Idee jedenfalls. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Unser Körper mit den vielen Zellen ist sehr antifragil im Sinn von, ständig sterben unsere Zellen. Ja? Alle 7 Jahre ist jede Zelle von mir, außer die Nervenzellen, einmal gestorben. Ja, also in 7 Jahren würden wir uns hier als neue Zellhaufen wiedersehen zum Beispiel. Ja. Das Gehirn auch in einer gewissen Hinsicht, in einer anderen nicht, ja, aber es kann, wenn Teile zerstört werden, die ausgleichen durch andere. Ja, vielleicht ist das gar nicht antifragil. Vielleicht wäre das eher robust in der Hinsicht. Es wird nicht stärker. Können wir diskutieren. Ja. Und in der Evolution, das ist eigentlich mein liebstes Beispiel. Ja. Also es ist so, wenn neue Reize kommen, das Klima verändert sich, ja, oder neue Krankheitserreger, dann werden in Populationen unter uns oder was weiß ich, viele sterben und andere werden mutieren, wir werden mutieren, ja, und dadurch wird sich eine neue Anpassung ergeben und die Population wird gestärkt hervorgehen und besser angepasst sein. Ja. Das ist für die Einzelnen natürlich tragisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Bei Antifragilität kommt darauf an, wo man den Schnitt macht. Was ist das Gesamtsystem und was sind die Teile? Also welche sind denn die Teile, die kaputt gehen dürfen? Stichwort Tschernobyl-Trauma. Wenn man sagt, ja, so ein Kernkraftwerk musste mal in die Luft fliegen, damit wir eine Chance hatten zu lernen, wie gefährlich das ist. Da sind wir doch insgesamt als Gesellschaften jetzt resilienter geworden, weil heute machen wir bestimmte Fehler nicht mehr. Technisch stimmt das, ja. Aber natürlich wollen wir das nicht. Das heißt, wenn wir antifragile Systeme bauen, wäre die wichtigste Frage,
was soll unser Gesamtsystem sein, was sind die Teile, wo wollen wir die Grenze einziehen. Und vielleicht, da steckt so eine Idee drin, lohnt es sich dann etwas kleinere Systeme zu bauen, ja, dass wenn das Gesamtsystem einmal umkippt, wir nicht direkt alle dabei draufgehen. Ja. Okay, Nervensystem im Körper eher nicht, gut. Zur Bewältigung, zum Coping jetzt. Da geht es jetzt um die anderen Konzepte, nämlich erstmal Resilienz. Resilienzfaktoren aus der Psychologie. Das sind die 6 Faktoren, wo man so rausgefunden hat, die helfen. Und zwar sind das innere Faktoren. Faktoren in einer Person drin, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen mit Trauma gut umgehen können. Ja. Das erste ist Akzeptanz. Also wenn ich akzeptiere, dass Krisen Teil des Lebens sind, macht es mir das leichter. Ja. Wenn ich eine optimistische Einstellung grundsätzlich habe im Leben, macht es das wahrscheinlicher, dass ich auch eine Krise gut überstehe. Ja. Wenn ich an meine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen glaube. Ich übertrage diese Sachen gleich alle auch auf Kritis, aber könnt ihr schon mal vordenken. Ja, bei der Eigenverantwortung, wenn ich so einen Ansatz habe, Probleme immer lösen zu wollen, auch wenn ich sie nicht selbst verursacht habe, ja, das hilft. Ja, wenn ich auf soziale Beziehungen orientiert sind und eine Fähigkeit habe, Unterstützung annehmen zu können. Ja. Ich muss sie also wissen, wo bekomme ich sie, und ich muss sie auch sozusagen emotional annehmen können. Das würde helfen. Ja. Genau, und Lösungsorientierung im Sinn, wenn sich Wege offenbaren in der Krise, ist ja auch mal sehr viel Veränderung. Da ist ja eigentlich nie nur Schlechtes. Ja. Es gibt so ein polnisches Sprichwort zum Beispiel, es gibt nichts Schlechtes, aus dem nicht auch irgendetwas Gutes entstanden wäre. Und wenn man das dann erkennen kann, ja, und daraus lernen kann, dann ist das sozusagen der letzte Faktor, der es einfach nur wahrscheinlicher macht, krisenproduktiv zu überstehen. Jetzt habe ich mal versucht, das ist jetzt so Freestyle David, ja, das mal auf Kritis zu übertragen. Ja, also muss nicht alles Sinn machen, wie gesagt, wir schauen mal. Genau. Bei der Akzeptanz, also was könnte das heißen, Krisen zu akzeptieren? Also Assume Breach wäre das Erste, ja. Also davon auszugehen, wir sind schon gehackt, ja, und es werden auch schlimme Dinge bei uns passieren. Ja. Müssen wir mal gucken. Gleichzeitig wollen wir einen Optimismus haben. Also es darf nicht zu einem Fatalismus führen, wir können eh nichts mehr tun. Ja, dann wäre es nicht hilfreich. Ja. Und wir müssen Krisen als Teil des Betriebs von Kritis annehmen. Also planen, wie wir damit umgehen, aber nicht nur so theoretisch, um bei BCM den Compliance-Haken zu machen, sondern weil wir davon ausgehen, das werden wir tatsächlich brauchen. Und dann müssen wir es auch praktisch üben, weil wir werden es auch tatsächlich tun müssen. Ja? Dann reicht es eben nicht mehr, das mit dem Papier zu machen. Ne? Optimismus hatte ich schon gesagt. Selbstwirksamkeit, ja, was wäre das bei Kritis? Also es würde darum gehen, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen, eigene wäre jetzt also des Betreibers, ja, wenn wir auf die Ebene gehen, zu entwickeln, sich zu helfen in Krisen. Ne? Bildung, Schulung, Training und so weiter. Stellt sich die Frage, wer kann die Kritisbetreiber da trainieren, solche Krisen zu lösen? Das müsste man irgendwie größer organisieren. Das können sie nicht alle einzeln tun. Ja. Bei der Eigenverantwortung hatten wir ein paar spannende Punkte schon hier die Tage jetzt. Ja. Eine war, wenn das BSI immer eingeritten käme, tun sie ja nicht immer, haben wir ja auch diskutiert, aber wenn so eine Erwartungshaltung entstünde, da kommt schon die Kavallerie und haut uns raus, wäre laut dieser Liste von Kriterien nicht hilfreich, um eigene Resilienz zu entwickeln. Ja. So. Andere Frage wäre ökonomische und regulatorische Anreize. Ja, also sind Kritisbetreiber intrinsisch motiviert, anderen Kritisbetreiber zu helfen in der Krise oder in einem größeren Problemlage oder sowas, könnte man über die Regulierung aber noch ein bisschen motivieren, ja, dass sie dann auch ein Interesse haben gemeinsam. Ja. Und ich will das jetzt nicht als Forderung hier verstanden sehen, aber wenn wir sowas lesen wie Probleme lösen, die man nicht selbst verursacht hat, das passt nicht so ganz gut zur freien Marktwirtschaft. Ja. Also das wäre so ein kleines Argumentstückchen, was man in so eine, würde es sich lohnen, bestimmte Dinge wieder zu verstaatlichen oder zumindest in bestimmten Situationen teilweise unter Staatskontrolle zu stellen, könnte man damit reinnehmen. Ne?
noch diese beiden Faktoren für die Resilienz. Die Netzwerkorientierung, das ist natürlich sehr schön zu übertragen. Also Netzwerke bei Menschen, Netzwerken im Kritisumfeld. Ja, naja, was machen wir hier jetzt zum Beispiel? Aber es würde helfen, Netzwerke zwischen Einzelpersonen, Cybern, Industrie, Staat, Community und so weiter zu fördern. Wird ja teilweise auch schon getan, aber jetzt wissen wir auch, warum sich das lohnt. Ja? Also wenn wir an diese Übertragung der Resilienzkriterien glauben würden, dann wäre das ein sehr schönes Argument dafür. Bei der Unterstützung in Krisen, da ist es ein bisschen schwieriger. Also da muss ja einiges dafür klappen, dass man sich gegenseitig in Krisen unterstützen kann. Es muss erstmal erlaubt sein. Ja? Also es muss dem Staat zum Beispiel erlaubt sein, Unternehmen zu unterstützen. Es muss den Unternehmen erlaubt sein, diese Hilfe anzunehmen. Ja, man muss geeignete Förderungsmechanismen dafür haben und an manchen Stellen vielleicht auch sowas einfordern. Das sind ja alles Diskussionen, die wir schon hatten hier mit IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und so weiter. Aber ich finde es ganz spannend in dem Zusammenhang, dass man sozusagen hintenrum über Resilienz und psychologische Resilienz und was könnte da helfen, auch wieder zu so Themen kommt. Und beim Unterstützung geben können, da hatten wir ja auch die Diskussion gehabt, wie kann man das erleichtern? Ja, also Stichwort Cyberhilfswerk, das ist ja genau diese Diskussion. Wie kann man es leicht machen, dass Katastrophenschutzhilfe im Cyberkrisenfall möglich ist und skaliert und so weiter? Ja, also auch das sind Netzwerke letztendlich, die der Resilienz helfen würden. Ja. Genau, Lösungsorientierung, der letzte Resilienzfaktor. Wir müssten also auch im Kritisumfeld lernen aus, na woraus? Aus Dingen, die passiert sind, eigenen Vorfällen, deutschlandweit im kritisregulierten Bereich und auch international. Also je mehr wir lernen können, desto besser. Und zwar nicht nur Vorfälle, sondern am besten noch einen Schritt vorher, auch über Near Misses, ja, erfolgreiche Verteidigung, nochmal Glück gehabt, es hätte noch einmal gut gegangen und diese ganzen Sachen. Und da denke ich mal, dass das, was wir heute als Meldepflicht, also in dem Namen stecken ja eigentlich schon zwei Dinge drin, die eigentlich nicht so gut, nicht so erfolgsversprechend sind. Meldung ist halt in eine Richtung, ja, lernen. Irgendwie eine Interaktion sein. Und die Pflicht ist halt auch eigentlich eher die Notlösung. Ja? Also es müsste eigentlich mehr so gehen in Richtung von mir aus auch nachdrücklich eingeforderter Austausch, eine Einladung zum Austausch. Ja? Also es wäre wirklich die Frage, wie kann man dieses Lernen voneinander noch besser, ich will nicht sagen erzwingen, ne, das extra nicht, aber wahrscheinlicher machen. Ja? Denn das würde helfen. So. Das zu den Kritis-Resilienz-Faktoren, also Resilienzfaktoren auf Kritis übertragen. So. Und jetzt das letzte Konzept, das ich mitgebracht habe, das ist jetzt ein praktisches, was tatsächlich schon getan wird, Chaos Engineering. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, wie ich den kleinen Kerl gefunden habe. Irgendwie machte das bei Unsplash Sinn, dass der in der Suche rauskam, aber ich habe gerade vergessen, warum. Chaos, genau. Ja, wahrscheinlich hatte jemand Chaos dran geschrieben, genau. Also Chaos, ja. Ja. Das ist ja sozusagen eine Disziplin, sozusagen ein Tool oder eine weiß ich gar nicht, Vorgehensweise, ja, aus diesem ganzen Umfeld von neuen Entwicklungs- und in dem Fall eher Betriebsmodellen, ja, was hippe Unternehmen und Organisationen schon machen und haben und einige andere gerne machen und haben würden und viele andere vielleicht sich nicht vorstellen können, dass sie das je machen würden. Und jetzt mal die freche Idee, eigentlich bräuchten wir in Kritis sowas. Und die noch freche Idee, wir haben schon sowas in Kritis. Ja. Also was man heute macht, ja, da gibt es solche Tools dafür wie Gremlin. Ich glaube, ich habe einen Gremlin gesucht, dann kam der Kerl. So war das, genau. Ja. Da gibt es Tools, die halt durch meine Kubernetes-Cluster laufen und da einfach zufällig, willkürlich geplant, Dinge abschalten, abschießen, überlasten und so weiter. Ja, das ist jetzt nicht dasselbe wie ein zielgerichteter Angriff, ja, aber es ist schon mehr Chaos drin, deutlich mehr Chaos, als wenn wir machen jetzt mal einen Integrationstest, den wir schon 70.000 Mal haben durchlaufen lassen zum 70.000 und ersten Mal. Ja. Also dafür gibt es Teams in manchen Organisationen, die das tun und manche haben so die Vorstellung, das wäre wie eine
wie eine Impfung. Ich finde das nicht ganz so gelungen, das Bild. Ich habe es für die Diskussion trotzdem mal mitgebracht. Also die Idee ist, wir spritzen mal ein bisschen Schaden rein, aber so leicht, dass er eben nichts ganz kaputt machen sollte. Und dadurch, dass die Organisation und die Technik auch, also beides natürlich, übt und lernt, damit umzugehen, ist am Ende das Ganze resilienter. Ja. Wie bei Impfungen muss man natürlich auch gucken, dass diese Impfungen sicher sind. Ja? Also nicht die falsche Spritze greifen, nicht zu viel. Allergischen Schock könnte man auslösen. Das sind natürlich die Sorgen, die man hat, gerade bei Kritis. Insofern passt das Bild vielleicht doch ganz gut. Aber es wird gemacht. Und ich habe gesagt, es wird auch schon bei Kritis gemacht. Und das Beispiel, was ich bringen möchte, haben wir auch schon genannt. Hier zusammen. Das war tatsächlich aus Versehen. Ja? Also das war bei Maersk 2018. Ja? Die hatten auch so einen Chaos-Affen, der ein Stromkabel gezogen hat in Ghana. In dem Fall war es sozusagen nicht per Tool programmiert, sondern es war ein Stromausfall gewesen, ja, der genau diesen einen Domain-Controller dann ausgeschaltet hat, glücklicherweise im richtigen Moment, sodass der dann eben nicht gekryptet war und sie dann das Backup von dort einfliegen konnten. Ja. War nicht eingeplant, war dort die große Rettung, so haben sie eben nur 300 Millionen Dollar verloren, ja. Aber man könnte ja sowas absichtlich machen. Ja? Also, was weiß ich, 2, 3 Domain-Controller weltweit sind immer gerade weg, ja? Und unerreichbar. Ja? Man muss jetzt nicht in ganz Ghana dafür den Strom ausschalten, das kriegt man auch billiger hin. Aber solche Dinge könnte man sozusagen planmäßig, unplanmäßig einbauen. Ja? Jetzt ist das nicht ganz, was wir mit Kritis hier in Deutschland meinen, so, aber Dinge werden schon so getan und man könnte darüber nachdenken, das sozusagen systematischer auch zu machen. Und die Frage ist natürlich, auf welcher Ebene tut man das? Also sicherlich könnte man leicht kritisch in allen kritischen Infrastrukturen ein bisschen zu doll draufhauen, sodass wirklich schlimme Dinge passieren. Ja? Kommen wir nachher noch dazu. Eine zweite Sache wird gemacht, zum Beispiel in den USA, und das ist dieses Thema Dumb Down, ja, also Komplexität rauszunehmen aus kritischen Infrastrukturen. Also dieses Securing Energy Infrastructure Act hat erstmal nur ein Forschungsprojekt angestoßen. Aber man macht sich systematisch Gedanken, in anderen Ländern ja auch, wie man Komplexität aus kritischen Infrastrukturen, in dem Fall Electric Grid, rausgenommen bekommt. Ja, und was das für Konsequenzen hätte, was man dafür bedenken muss und so weiter. Das ist eigentlich nicht, was wir meinen mit Antifragilität, ja. Weil was wir damit tun ist, dann haben wir, wie in der Ukraine, eben noch das Glück, dass jemand hinfahren kann und Schalter umlegen kann, wenn wir das wieder so umbauen würden und könnten und bezahlen wollten. Ganz viele Wenns dabei, ja. Aber eigentlich bauen wir damit natürlich nur ein bisschen robustere Systeme, ja. Denn das System wird dadurch erstmal nicht stärker an sich. Es lernt auch erstmal nicht dazu. Es wird dann antifragil, wenn wir es von einer Ebene höher betrachten. Ja? Es musste erstmal was in der Ukraine passieren und der Rest der Welt hat das große Glück, dass wir zugucken durften, dran mitforschen durften, dass Marina uns Dinge darüber berichtet und so weiter. Ja? Und deswegen andere davon lernen können, wie sie ihre Teilsysteme umbauen müssen, wenn wir davon lernen. Ja? Also je nachdem, wie man die Ebene schneidet, kann das auch wieder was von Antifragilität haben. So, jetzt haben wir so verschiedene Konzepte gehabt, ja? Also das Modell der Seele, Modell von Stressbewältigung, vier Konzepte. Und was können wir da jetzt von praktischen Dingen mitnehmen? Ich habe mal versucht, hier so ein paar zusammenzutragen. Danke. Eines, also dieses Tschernobyl-Trauma, das habe ich natürlich dann gestern erst hier noch mit reingenommen, ja? Weil das ist natürlich wirklich... Es kann sozusagen K.O.-Argument für alle diese Sachen sein. Und das ist aber auch typisch für ein Trauma. Also das ist ja so interessant, ja. Also was das Tschernobyl-Trauma eigentlich macht, ist uns zu lähmen, ja. Seitdem mal eine Kernschmelze komplett stattgefunden hat, trauen wir uns eigentlich nicht mehr, wirklich über Kernschmelze nachzudenken. Also auf bestimmten Ebenen, klar, Menschen versuchen, sicherere Reaktoren zu entwickeln und so weiter. Und da gibt es sicher auch ein paar Fortschritte. Aber Reaktoren testen, das wird eigentlich komplett verdrängt, das nochmal auf so eine ähnliche Art versuchen zu wollen. Ja.
Und ich denke, der Schluss müsste eher andersrum sein. Also wenn uns Tschernobyl so stark erschreckt, ja, dass wir nicht mehr hingucken können jetzt, ja, dann müsste man eigentlich sagen, das ist wirklich too big to fail, im Sinn von, auf so einer Ebene können wir uns keine Experimente mehr erlauben. Ja? Also solche Systeme dürfen wir nicht betreiben, die so gefährlich sind, dass wir nicht mehr trauen, sie richtig anzustupsen. Ja? Und Problem ist es natürlich bei so bei kritischen Infrastrukturen, wo es andere Motivatoren gibt, dass wir sie möglichst groß machen. Also zum Beispiel die Stromnetze sind ja aus Betriebsgründen dann besonders stabil, wenn wir sie möglichst großräumig zusammenschalten. Ja? Also mal, wenn jetzt kein Cyber gäbe, wäre natürlich das europäische N2E-Grid stabiler, einfach je größer es ist, ja? Weil wir mehr Chancen haben, auszugleichen. Ja? Das ist ja auch so. Ja? Und da muss man gucken und eigentlich versuchen, nach objektiven Kriterien zu bewerten, welche Größe von Systemen können wir uns noch leisten und wo kippt es und überwiegen dann die Nachteile vielleicht. Ja. Was können wir aus der Prospect Theory mitnehmen? Im Prinzip sagt die, Compliance wird eh schon überbewertet von Menschen. Das sollten wir nicht noch fördern in der Regulierung. Also in der Kritis erstmal auf Compliance zu gehen und ISO 27001 und 27019 und IT-Sicherheitskatalog und so weiter, ist so ein typischer menschlicher Reflex, muss aber nicht unbedingt das Effektivste sein. Ja? Also so ein praktisches Notfall- und Krisenmanagement zu stärken mit praktischen Übungen, ja, wo tatsächlich mal Kabel gezogen werden, Rechenzentrum mal umziehen muss, wenn man sowas einfordern würde, könnte das praktisch mehr Effekte, mehr Auswirkungen auf die Security haben. Ja. Und wir müssen darüber nachdenken, ob wir Anreize für Resilienz setzen. Das war bei der Prospect Theory nach rechts, wurde es unattraktiv. Ja. Es scheint sich so nicht zu lohnen, sich sehr anzustrengen. Und so sind wir Menschen, ja, das hat Kahneman und Tversky bewiesen, ja, aber das könnte man natürlich durch die Regulierung umdrehen, ja, und die BNetzA tut das in gewisser Hinsicht auch, ja, es gibt Förderungen für Investitionsprojekte, auch mal in die Security, bei deutschen Übertragungsnetzbetreibern und ähnliches, ja, aber das könnte man sozusagen noch stärker machen, dass wir dieses Abflachen der Kurve nach rechts, wir schaffen immer mehr, wir werden immer besser, dass wir dem entgegenwirken durch die Regulierung, durch Anreize, letztendlich finanzielle Anreize. Also, Chaos Engineering, also wir haben bei Maersk jetzt gesehen, ich vereinfache es mal, es hilft. Ja? Wir müssten überlegen, auf welcher Skala kann man das kritischen Infrastrukturen zumuten oder wollen wir das zumuten? Ja? Muss man sich genau angucken. Ja? Aber das wäre, glaube ich, mal Gedanken wert, ob man für jeden Sektor, für jeden Anlagentyp so ein Minimum an Chaos Engineering, was die tatsächlich praktisch machen müssen. Ganz klein angefangen. Ihr müsst im ersten Jahr nur mal bei 10 Office-Clients die Stecker ziehen. Ja, ganz klein. Aber ihr wisst nicht, wann es ist. Ja, einer macht das einfach mal und ihr müsst damit klarkommen. Und nächstes Jahr bei 3 Servern. Ja, natürlich auch noch im Office-Bereich. Und dann so jedes Jahr ein ganz klein bisschen das Hochfahren. Und man wird natürlich unterwegs lernen und das dann anpassen. Natürlich soll niemand gefährdet werden. Ja, aber wie gesagt, solange wir gar nicht versuchen, da drin rumzupieksen, ist halt die Unsicherheit, was passieren könnte, sehr, sehr groß. Und das ist eben auch eine Gefahr, die wir uns nicht leisten können, glaube ich. Ja. Ja, und letztendlich müsste es eigentlich ein neues Berufsbild geben, habe ich mir als letztes noch so überlegt. Es gibt ja, sowas wie SRE zum Beispiel. Und im Prinzip bräuchten wir dann auch Menschen, die Lust haben, sich so mit so einer Kritis Resilience zu beschäftigen oder sowas. Ja? Also es gibt Resilience Engineering auch schon. Ja, es ist ein deutscher Forscher, muss ich den Namen nachschlagen jetzt, der sich schon damit beschäftigt hat. Das ist aber nicht ganz dasselbe, was wir hier meinen, aber es gibt schon, sagen wir mal, erste Überlegungen dazu. Ja. Aber eigentlich wäre das, was wir brauchen, also nicht noch mehr Compliance, sondern praktische Dinge, die was helfen und die, wenn ihr, soweit ihr mir ein Stück weit folgen möchtet in dieser Übertragung von Konzepten aus ganz, ganz anderen Gebieten, die diese grundlegenden Erkenntnisse über wie wir Menschen ticken, wie die Seele tickt, wie Systeme, Organisationen ticken, die das eigentlich einbeziehen und ein bisschen gegensteuern in eine sinnvolle Richtung. So. Und jetzt freue ich mich über Fragen und Kommentare und so.
Da haben wir hier auch gleich die erste. Ansonsten Hände hoch. Vielen Dank für den Vortrag und für dieses Buch gilt von Site Resilience Engineering lesen, unbedingt lesen. Es lässt sich kostenlos als PDF runterladen, also ist kein großer Akt. Tatsächlich ist das Site Resilience Engineering in den Clouds Standards. Also Werner Vogel hat 2006 für Amazon ja festgestellt, anything can fail anytime und darauf sind die Clouds auch ausgelegt. Jetzt ist das Problem, wenn ich den Clouds nicht traue, muss ich selber eine aufbauen können. Das versucht die Bundesregierung gerade, Gaia X. Das hat genau diese Struktur. Die Paper sind noch nicht öffentlich, aber es ist vorhanden. Und was man dann anfangen kann, das ist dieser Affe ist wahrscheinlich gekommen, weil das von Netflix mit dem Chaos Monkey zusammenbringt. Es gibt den Chaos Monkey, den Chaos Gorilla, Chaos Kong. Also die Dinger werden immer größer und das ist der Blazed Radius. Ich starte also mit einem ganz kleinen Blazed Radius. Ich mache also erst einen kleinen kaputt, dann einen Server. Und dann am Ende schalte ich ein ganzes Rechenzentrum ab und bei Netflix sogar einen ganzen Kontinent nehme ich runter und dann geht der Traffic. Also das ist die Empfehlung, das zu üben. Das dauert 5 bis 10 Jahre, bis man das etabliert hat. Das Ergebnis heute ist, dass Restaurantreservierungssysteme und Pokémon, die das machen, resilienter sind als unsere kritische Infrastruktur. Und das müssen wir halt unbedingt übertragen lernen. Ja, danke. Hallo, ich habe eine Anmerkung und eine kurze Frage, hoffe ich. Die erste Anmerkung ist, es klang so am Rande raus, aber du hast bei dem Problem Grid gesagt, der Raum wäre irgendwie das Problem und das würde das irgendwie cyberunsicher machen oder so. Nur damit wir uns, also nur die Anmerkung da ist, die Unsicherheit oder was der Raum früher an Sicherheit gegeben hat, ohne diesen ganzen Digitalkrams da drin, das übernimmt jetzt im Prinzip der Produktabstand so ein bisschen, glaube ich. Das ist eine Theorie, die muss ich nochmal irgendwann verschärfen. Das ist nur die Anmerkung, da können wir drüber nachdenken. Okay, gerne nachher, ja. Was ich noch mal kurz fragen wollte, du hast auf deinen Folien zu Resilienzfaktoren Kritis, du hast mündlich natürlich das CRW damit wunderbar motiviert. Mhm. Was ich gerne von dir vielleicht noch mal hören könnte, hättest du so ein paar erste Hinweise aus deinen Arbeiten, weil das CRW selber muss ja auch resilient und also weiter sein, wie man das angehen könnte, wo man bei der Organisation da dringend aufpassen müsste? Mhm. Ja, da bin ich wahrscheinlich tatsächlich nicht der Beste, ja, weil um die Frage zu beantworten, aber ich diskutiere sehr gerne daran mit. Ich habe es jetzt tatsächlich mal sozusagen von der Theorieebene kommend angefangen und bin letztendlich auch bei so Sachen wie, ja, CRW könnte ein Ort sein, wo diese Netzwerke entstehen. Da gibt es ja auch noch andere, ja, ISACs und ZERT-Verbund und so weiter. Ja, aber die sind alle wichtig. Ne? Das ist ja erstmal nicht so spezifisch, ja, sondern erstmal die Erkenntnis, das könnte nicht nur interessant sein, wichtig sein, sondern das könnte lebenswichtig sein, um diese Resilienz zu stärken zum Beispiel. Ja. Und ich würde es andersrum sehen. CHW, dass es grundsätzlich eine sinnvolle Idee ist, sind wahrscheinlich die meisten hier sich einig. Und wie ist die Frage? Und diese Sachen müsste man aber mit reinnehmen. Wie könnte man das so gestalten, dass da Netzwerk, Verbindungen und so weiter möglichst einfach drin möglich ist und möglichst wahrscheinlich so. Ja. Also erstmal kann ich es nur so weit beantworten. Aber es ist noch nicht fertig an der Stelle. Ja, danke. Eine letzte Frage noch. Hi, hier, links, genau. Hi, Tag. Danke für den Vortrag. Ich bin jetzt nicht so ganz begeistert von dieser Prospect Theory, kann ja jeder mal überlegen. Keine dieser Grafiken hatte irgendeine Skalenbeschriftung, wie überzeugend man sowas findet. Antifragilität, ich wäre nochmal interessiert, ob es überhaupt auf der Welt irgendein System gibt, was antifragil ist, weil dass wir alle keine Hornhaut überall haben und voller Muskel bepackt sind, hat ja energetische Gründe, dass das nicht so ist. Das heißt ja, naja. Aber meine Frage bezieht sich darauf, dieses Chaos Engineering. Du meintest so ein bisschen, dann ziehen wir hier mal ein Kabel raus und dann versuchen wir da mal was kaputt zu machen. Meine Frage ist, heißt es dann nicht, dass man sich eigentlich mit ganz vielen Fehlerfällen beschäftigen, die in der Realität TM total unrealistisch sind und dann ja sich eigentlich nicht mehr mit den Sachen, mit den Fällen beschäftigt, die aus strukturiert vorher systematisch hergeleiteten Gründen viel wahrscheinlicher sind und mit denen dann weniger, weil der Tag ja nur 24 Stunden hat. Das heißt, ist die Frage eben, ob das Chaos Engineering nicht eigentlich von den relevanten Fällen ablenkt. Ja. Ich sage ja nicht, dass man das nicht machen soll, sondern es wäre zusätzlich und die Idee eher jetzt nicht noch mehr Compliance sozusagen, das haben wir schon, ja, sondern eher praktische Dinge, da wäre das eine Möglichkeit und es gibt Dinge, wo man, glaube ich,
sich ziemlich sicher sein kann, dass sie irgendwann vorkommen werden. Stromausfall ist halt das einfachste und beste Beispiel. Ja? Also Stromausfall sollte jede Organisation mal geübt haben. Und wir sind ja auch als Gesellschaft, wir sind auch sehr verwöhnt, ja, auch wieder neutral jetzt mal gemeint, ja. Wir sind es auch kaum mehr gewöhnt, dass der Strom weg ist, ja. Und bei Firmen geht es so ähnlich. Das heißt, da besteht auch eine hohe Unsicherheit, ja, und auch teilweise so eine Lähmung. Und ich muss ja erstmal anfangen nachzudenken, wenn der Strom weg ist, wie mache ich denn jetzt alles, ja. Wenn es noch üblich wäre, dass 3-4 Mal im Jahr mal ein Tag der Strom weg ist oder so, dann wären wir ja darauf eingestellt. Was anderes ist, wenn der jetzt wochenlang weg wäre, ja. Das kann man nicht üben in dem Sinn, ja. Aber wir sind eben sehr weit weg und sozusagen panisch, ja. Das ist auch so ein Effekt von diesem Trauma. Panisch darauf bedacht, der Strom muss da sein, sonst geht hier gar nichts. Stimmt ja nicht, aber wir wissen gar nicht, was noch ginge und wie es ginge, ja. Okay, ich habe ein bisschen Scheiß erzählt. Wir haben noch ein paar Minuten, okay. Deshalb hier die nächste Fragende. Hi. Wie stehst du dazu, dass wir trotzdem Systeme bauen, die meiner Meinung nach too big to fail sind? Weil zum Beispiel Dinge passieren wie Deepwater Horizon und solche Sachen, die nicht bis zu Ende durchdacht sind. Also wir bauen immer größere Kreuzfahrtschiffe, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, wenn die kaputt gehen oder so. Was meinst du, ob das nicht auch ein wichtiger Punkt wäre, für echte Resilienz zu schauen, dass wir uns nur solche großen Sachen bauen, die wir tatsächlich handeln können? Ja. Also wir sind ja, hört man ja am Namen schon, sehr viele verschiedene Gruppen. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Motivationen in unterschiedlichen Peergroups, ja, und unterschiedliche Logiken. Gerade bei den Kreuzfahrtschiffen ist ja jetzt wahrscheinlich vorbei mit SARS und der Coronavirus und so weiter. Andere Dinge werden sich über Klimawandel und sich doch langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass CO2 was kosten muss und so weiter, auch langsam umbauen und erledigen. Aber trotzdem werden wir immer wieder Großprojekte haben. Also ich glaube, das ist ein langer Weg. Ja? Also letztendlich muss man solche Sachen, glaube ich, solches Umdenken. Also es hilft, wenn in der Wissenschaft sowas wie Prospect Theory oder so verstanden wird zum Beispiel, ja, oder Antifragilität als Konzept. Oder deswegen erzähle ich euch ja diese Sachen, weil ich denke, wir sollten da unbedingt drüber reden. Ja. Aber letztendlich muss ich das auch meinen Kindern erzählen und ihr euren und Nichten und Neffen und ja, also wir sind nicht die Generation, die das komplett umstellen wird. Und wir werden noch einige Großprojekte als Menschheit in den Sand setzen, und das harte Too Big to Fail, was wir halt haben, ist, also den Planeten dürfen wir nicht in den Sand setzen, ne? Oder unter Wasser. Eine Frage, nicht mehr Compliance, hast du mehrfach jetzt betont. Ich frage mich, ob das eine Perspektive sein kann für den Gesetzgeber. Das ist sozusagen ja nochmal eine andere Ebene. Ich habe sofort sozusagen Verständnis dafür, dass das aus einer Sicht einer Organisation, der erstmal diese IT-Infrastruktur als gegeben so irgendwie hinnehmen muss, irgendwo Sinn macht. Aber als Gesetzgeber sozusagen würde ich radikal dafür plädieren, für diese Coping-Strategie handeln und versuchen sozusagen grundlegend diese Infrastruktur, die so solche Probleme bereitet, wie sie es tut, zu verändern. Ja. Und sozusagen diesen Handlungsimpuls sozusagen aufrechtzuerhalten und klar zu formulieren, dass diese Möglichkeit bestehen muss und dass dieser Anspruch erhalten bleibt. Und da würde ich auch immer hervorarbeiten, dass sozusagen eine Person natürlich doch was grundlegend anderes ist als eben eine Organisation oder sozusagen so ein solche komplexen Systeme auf dieser Ebene. Ja. Also mehrere Sachen. Nicht mehr Compliance ist vielleicht auch zu einfach ausgedrückt. Also Compliance muss natürlich sein. Also irgendeinen Haken muss der Staat am Ende ja einfach machen in einem Excel-Sheet, dass es fertig ist an der Stelle. Was ich eher meine, ist nicht noch mehr rein präventive Maßnahmen oder nicht zu viele davon noch mehr, ja, nicht noch mehr Dokumente produzieren, sondern, wenn man den Unternehmen schon Arbeit aufbürdet, dann eher praktische Dinge, ja, was weiß ich,
Krisenstabsübungen mit praktischen Anteilen, wo das BSI oder wer immer dann auch zu Besuch kommt und mal einen halben Tag teilnimmt und man gemeinsam daran was lernt oder so. Und das andere, was du sagst, ist aber eigentlich noch wichtiger, das hatte ich vorhin übersprungen, was die Prospect Theory sagt eben auch, ist, diese Präferenzen sind so hart, das kriegen wir eigentlich nicht raus, außer wenn wir die Spielregeln verändern. Also man kann Leuten jetzt künstlich mehr Geld zahlen, exponentiell mehr Geld, dass sie dann denken, ach, dann lohnt es sich ja doch, hier hinten irgendwelchen Quatsch zu machen, den wir gar nicht so wichtig finden. Oder man kann die Spielregeln anders verändern, indem man diesen Reference Point verschiebt. Wenn man den nämlich hier rüber geschoben bekommt, dann kann ich jetzt nicht im Detail aus Zeitgründen erklären, aber dann ändern sich die Steigungen links und rechts vom Referenzpunkt. Ja? Und wenn man hier von, auch wir sind ja im Moment halbwegs sicher, die Verschiebung hinbekommt zu Things will be owned, ja, das ist Ihr Beispiel, dann ändert sich das schon mal. Und dann sind plötzlich andere Sachen attraktiv als vorher. Ja? Und das ist eigentlich, was den noch stärkeren Effekt hätte, wenn die Reguliererseite, aber wir genauso als Community, den Diskurs verschieben und von hin zu Assume Breach, Assume Trauma, so mein Titel ja hier, ohne den Leuten Angst zu machen oder in Pessimismus zu verfallen, ja, dann würde das einen Effekt haben und langfristig einen stärkeren Effekt als einzelne Maßnahmen mehr oder weniger. Jetzt aber die letzte Frage. Wir hatten ja sozusagen dieses Thema rund um Resilienz und Cloud Computing und dieses schöne Beispiel von Netflix, dass ja Dinge ausfallen können. Wir hatten aber auch im letzten Jahr den großen Ausfall bei Google, die ja sozusagen dadurch, dass sie ein Routing-Problem hatten zwischen ihren Nodes, länger offline waren. Das heißt, wir haben die Ausfallmöglichkeiten von einzelnen Nodes in der Cloud, aber wenn ich dann quasi ein Grundsystem habe, was dann wieder nicht getestet werden kann, weil das wieder too big to fail ist, dann habe ich ja durch Case Engineering eine neue Klasse von Problemen, die ich gar nicht mehr monitore. Wenn ich quasi nur noch die Nodes monitore, aber nicht das System unten drunter, habe ich ja nicht die Möglichkeit, das unten drunter zu testen. Also schaffe ich mir nicht dadurch mehr Komplexität und mehr Probleme, als wenn ich sage, ich baue das sozusagen kleiner und weniger komplexer, das System? Also für Google können wir das ja nicht entscheiden, keiner von uns hier. Ja, die testen ihr sozusagen. Als Cloud-Nutzer kann ich ja sehr einfach meine Cloud-Resilienz testen. Ich muss nur für einen Tag mal ein paar Firewall-Regeln setzen und keiner kommt mehr auf Office 365, Google Cloud und AWS und so weiter. Und dann merke ich ziemlich schnell, was ich an dem Tag noch geschafft bekomme. Muss ja auch nicht direkt für die ganze Firma sein. Ja? Können auch erstmal nur 3 Nutzer in jeder Abteilung sein. Das wäre relativ leicht möglich. Ne? Also aus unserer Sicht ist es Gesamtsystem ja ein anderes als Googles Sicht. Also immer die Brille. Für jeden ist Teil und Gesamt was anderes und für jeden ist deswegen auch Antifragilität was anderes und jeder muss sich diese Arbeit selber machen. Ja. David Fuhr, High Solutions, einen großen Applaus bitte. Danke.